Ich bin's, Data, und ich begrüße euch zu einem neuen Reaction-Video auf meinem Kanal. Ich hab schon wieder etwas Geiles euch. Und zwar realer Irrsinn. Und ja, Frisco, Dankeschön für diesen Link. Und schauen wir uns einfach an, worum es geht. Also, noch kann man natürlich nicht sehen, man sieht ja nur halt den Aktenordner. Sie wollen mal was erleben? Sie wollen mal was erleben. Okay, es geht ums Autofahren wahrscheinlich. Und, ja, irgendwo hier auf der Straße ist bestimmt irgendein Quatsch, dass man jetzt hier irgendwie nicht. Vielleicht nur im Schritttempo über die Kreuzung oder so. Nee, das wäre ja albern. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Dann kommen Sie nach Köln-Ehrenfeld. Lasse das. Also das sind mal die Kölner, die Schuldigen. Ja, ich war gespannt. Hier wurde ein aufregendes Verkehrsprojekt gestartet. Die Ampeln sind aus. Ampeln sind aus. Tagsüber. Also ich kenne das ja nachts, dass man halt sagt, okay, wir machen nachts die Ampeln aus, damit ja, Strom gespart wird. Weil manche Ampeln ja halt nicht so befahren werden. Aber naja. Egal, schauen wir weiter. Und auf der Straße sind viele gelbe X'e. Viele gelbe X'e? Ah ja. Ich weiß nicht, ich bin gerade planlos. Warum, was hat das denn? Warte mal, viele X'e? Denen ist die weiße Farbe ausgegangen. Deswegen sind überall X'e. Ein Rätselspaß für Jung und Alt. Ich habe Kinder getroffen, die haben gesagt, Papi, wo soll ich hin? Das Fahrrad ist durchgestrichen. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Der Radweg ist durchgestrichen, weil hier jetzt eine Tempo-20-Zone ist. Die Stadt Köln gibt zwar kein Interview, schreibt aber, in einer verkehrsberuhigten Zone sind Ampeln, Zebra und Radstreifen verboten. In einer verkehrsberuhigten Zone sind Ampeln, Zebra, Streifen und Radstreifen verboten? Was ist das für Quatsch? Warum soll das verboten sein? Für Kinder ist es doch wichtig, dass die dann auch dort das lernen, am Verkehrsleben teilzunehmen. Was für Quatsch. Ab sofort gilt hier rechts vor links. Und Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sind gleichberechtigt. Ist doch toll. Ja, mag ja sein, aber welches kleine Kind kennt sich mit den Verkehrsregeln aus? Also, wer weiß, was rechts vor links ist oder so. Vielleicht denkt dieses kleine Kind auch, Politik, rechts vor links oder links vor rechts. Nein, Quatsch. Das Problem ist zurzeit, dass die Schwächeren hier leiden. Das heißt, der Radfahrer, der sich nicht so richtig traut, sich den Platz zu nehmen. Der Fußgänger, der zögernd am Bordstein steht, nicht traut, rüber zu gehen. Aber das ist doch ganz einfach. An die Straße treten und beherzt losgehen. Na los, jetzt. Ja. Ja, geht doch. Gut, kleine Kinder besser an die Hand nehmen. Wissen ja auch nicht alle Autofahrer, dass Fußgänger jetzt gleichberechtigt sind. Sehe ich einfach ganz klar eine Notwendigkeit, hier eine Regelung zu finden, die es auch Kindern ermöglicht, über diese Straße zu kommen. Und die ist momentan einfach nicht gegeben. Wir bringen unseren Sohn jetzt wieder in die Schule. Ja. Ja, genau, das ist, ja, woher soll, wie ich eben schon sagte, woher soll das Kind denn das bitte wissen, dass hier rechts vor links herrscht oder wer hier, steht da und wartet und wartet. Keine Ampeln, kein Fußgängerweg. Ja, also da wirklich. Also da fällt mir wieder nichts zu ein, Deutschland. Okay, viele Fußgänger scheuen noch den mutigen Gang auf die Straße. Das eigentlich gute Verkehrsprojekt hat noch kleine Probleme. Deshalb hat die Stadt Köln jetzt Fahnen aufgehängt, um die Wahrnehmung der Tempo-20-Zone zu verstärken. Wo hängen die Fahnen? Die waren da ganz hinten. Ja, du musst doch alle paar Meter hinhängen, damit man auch die um die Ecke sieht oder sonst irgendwas. Das ist doch mal albern. Anstatt diese Fahnen zu kaufen und das wieder unnötige Steuergelder ausgibt, hätte man ja auch irgendwas sinnvolle Sachen können. Ja, Petri, geh da mal hin, guck mal, ob das halt jetzt mittlerweile geändert wurde. Ach, da. Hier eine Fahne hinzuhängen, auf der Tempo 20 steht, in Höhe, wo maximal Batman oder Superman das sieht, ist totaler Schwachsinn.
Gut, die Fahnen hängen etwas hoch, die Zeichen sind etwas kryptisch, aber das Projekt ist doch gut gedacht. Das Projekt ist eigentlich ein sehr gutes Projekt, nur die Umsetzung ist vielleicht nicht ganz so gelungen. Ein Jahr lang will die Stadt Köln die Tempo-20-Zone ausprobieren und dann mal gucken, Achtung, ob die Verkehrsberuhigung geklappt hat. Ja. Ein Jahr lang. Das kann man doch innerhalb von ein paar Tagen testen. Das ist innerhalb von einer Woche kann man noch testen, ob es funktioniert oder nicht. Stehen die Politiker oder die Leute im Rathaus ja jetzt an der Straße und gucken zu und machen Strichliste? Das ist ein Kölner Phänomen. Das heißt, es reicht nicht, keinen Plan zu haben. Man muss auch unfähig sein, ihn auszuführen. Aber das Schöne an Plänen ist ja, wenn sie nicht klappen, kann man sie auch einfach wieder wegixen. Quatsch. Alter, das kann doch nicht deren Ernst sein. Das war ohne Witz. Also, ja, okay, Ampel geschont, gespart, weniger Licht und Verbrauch und sonst irgendwo, aber ey, also die Kinder tun mir einfach nur leid, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist wirklich, da sind auch Unfälle vorprogrammiert oder kleine Auffahrunfälle. Es müssen ja keine Schwerverletzten sein, nicht immer gleich die Beine abfallen oder so. Aber da fahren die Leute irgendwo lang, da kommt einer um die Ecke, buff, Blechschaden. Da hast du mehr Kosten als... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es aber, wenn ihr Kommentare da lassen würdet und mir was Leckeres da lasst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusenden und wir sehen uns im nächsten Reaction-Video oder natürlich Doku oder sonst irgendwas wieder. In diesem Sinne, haut rein, liebe Freunde, und bis bald.